Hallo, herzlich willkommen bei Silverwurm. Du staunst, ich habe eine neue Farbe und ich habe auch ein bisschen geschnitten. Gar nicht so viel, sondern nur die Konturen einmal hier so wut und die Asymmetrie betont. Hier oben ist alles so geblieben, wie gesagt, einmal ringsrum geschnitten. Ne? Einfach so tschupp, 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 tschupp. Aber wie habe ich diese Farbe hinbekommen? Du wirst gleich sehen, da war Not an der Frau, wie man so schön sagt. Und ich wollte den Ansatz dunkel lassen, aber eben gefärbt ohne diesen Weißanteil dazwischen. Und wie das funktioniert, weil, na, das ist ganz schön tricky, aber ganz simpel, wenn man ein bisschen Friseurkunde weiß. Und das erkläre ich dir jetzt gleich in den nächsten Schritten. Du darfst gespannt sein. Ganz am Schluss zeige ich dir das, wie das aussieht, wenn man es zum Beispiel ein bisschen lockig aus dem Gesicht rausträgt. Das ist jetzt nicht so meine Frisur, sondern ich mag ja lieber das. Aber auch das vielleicht interessant, wie das in einer Wellenbewegung dann wirkt. Viel Spaß beim Weg bis zu dieser Farbe. Es ist mal wieder soweit. Schnitt und Farbe sind im. Hier blitzen überall die kleinen silbernen Härchen durch. Mein Ansatz ist riesengroß und dazu hier oben noch recht viele weiße Haare dazwischen. Und da muss jetzt wieder was geschehen. Was ich nicht mehr mag, weil ich gehe jetzt stramm auf die 60 zu, ist dieses einheitlich knallige Rot. Also wenn ich mal so Frauen beim Spazierengehen sehe, die so bunte Haare haben und die so über 60 sind, denke ich immer so, ist ja individuell, aber irgendwie sieht das nicht mehr so stimmig, nicht mehr so passend aus. So wie so gewollt, ich will nochmal. Aber irgendwie muss jeder für sich selber wissen, ich verurteile es nicht, aber ich für mich selber möchte das irgendwie nicht mehr so haben. Was ich aber schön finde, sind tatsächlich meine roten Haare. Aber das muss jetzt nicht komplett rot sein, so wie jetzt auch hier, dass der Nacken und die Seiten ein bisschen dunkler sind und der Oberkopf ist richtig schön irgendwie strähnig in Rot und auch in Rosa, weil ich trage gerne diese rosa Pudertöne und finde das auch ganz toll. Leichter wäre es natürlich, alles mit einer Farbe zu färben, aber wie gesagt, ne, dieser Einheitsbrei für mich im Moment nicht mehr passend. Vielleicht überlege ich mir das nochmal anders, aber im Moment eben nicht. Also werde ich 2 bis 3 Arbeitsgänge machen. Alles in einem funktioniert nicht, weil ich färbe jetzt den Ansatz, also das, was hier dunkel ist, und die Nackenpartie und auch noch hier ganz unten, mit einem dunkelvioletten Farbton. Diese Farbe hatte ich noch nicht. Die hat mich aber im Regal angesprochen. Ich dachte, oh, probiere ich mal aus. Ne? Also das wird jetzt meine Basisfarbe. Und dann sagst du ja, warum färbe ich denn überhaupt den Ansatz, wenn der dunkel bleiben soll, damit die Haare mehr Stand bekommen. Ich habe kurze Haare und ne, die sind nie länger als 10 cm ungefähr. Und von daher ist es nicht schlimm, wenn die in der Struktur aufgeraut sind. Wenn man jetzt lange Haare hat, dann muss man zusehen, dass die Haare gepflegt werden und dass die schön geschmeidig sind. Aber bei kurzen Haaren ist es egal. Wenn die Haare strapaziert sind, dann stehen die viel, viel besser strubbelig ab. Und deswegen muss auch der Ansatz gefärbt werden. Wenn ich jetzt alles in einem machen würde, dunklen Ansatz und hier rot und wasche das aus, dann ist das nur ein Brei. Als Friseur lernt man, gefärbte Haare, in dem Fall dunkel gefärbte Haare, kann man mit einer anderen Haarfarbe nicht heller färben. Das werden wir jetzt nochmal auf Herz und Nieren prüfen. Ich färbe also jetzt meinen Ansatz, hier dieses Stück, dunkel, lasse das andere komplett raus, wasche das ab, das zeige ich euch aber dann auch in Etappen, wasche das ab. Schau mal, dass ich die ganz hellen Strähnen vielleicht vorher eingepackt bekomme. Kann aber sein, dass sie trotzdem von der Farbe etwas abbekommen. Dann puste ich leicht trocken. Und dann färbe ich mit meinem Rotton hier oben drüber einfach drüber. Ungeachtet, ob ich jetzt an den Ansatz komme oder nicht. Normalerweise dürfte dann der Ansatz nicht heller werden. Genau das probieren wir jetzt mal aus, weil das lernt man als Friseur so, dass man gefärbte Haare nur mit Blondierung heller bekommen kann und nicht mit Haarfarbe. Ich bin mal gespannt, vielleicht hat sich in den Rezepturen ja auch in den letzten 20, 30 Jahren etwas verändert. Aber wenn ich das jetzt dann rot hier oben aufgetragen habe, werde ich mir nochmal blockige Strähnen in Blondierung direkt in die rote Farbe hineinkämmen. Auch das
weiß ich noch nicht, wie es genau rauskommen wird, wie sich das beim Abwaschen dann wieder eintönt. Und dieses Experiment darfst du jetzt mit mir begleiten. So machen wir das, ne? Also ich trage jetzt erstmal die dunkle Farbe auf und dann zeige ich dir das und dann geht Schritt für Schritt weiter. Machen wir mal was Neues, ne? Ja, ist ja langweilig, wenn man es selber hat. Schritt Nummer 1. Puh, das wird richtig, richtig dunkel. Hier nochmal die Farbe. Ich bin gespannt. Also so dunkel war ich das letzte Mal mit 25. Aber warum nicht, ne? Also kannst sehen, die Spitzen habe ich alle rausgelassen. Die werde ich auch kurz vorm Abwaschen mit Alufolie einwickeln, weil ansonsten, wenn das so ein starkes Farbpigment ist, so dunkel, wird das alleine nur beim Shampoonieren schon so viel Farbe auflutschen, dass die Strähnchen komplett weg sind. Und ich habe sie lieber nachher in Rot eingefärbt, als jetzt in diesem Dunkel, weil ich will ja nicht komplett dunkel werden, sondern es sollen ja lichter bleiben. Also das bleibt jetzt eine halbe Stunde drauf, dann wasche ich es ab, puste das kurz trocken und dann sehen wir uns wieder. Boah, ganz schön dunkel, oder? Hammer! Es sieht fast aus wie schwarz, hat aber so einen ganz leichten violetten Schimmer. Einmal ringsrum, auch der Ansatz sehr gut abgedeckt, keine weißen Haare mehr zu sehen. So, und jetzt gucken wir mal. Das ist jetzt übrig geblieben. Die hellen Spitzen hatte ich vor dem Abwaschen eingepackt. Ganz wichtig, wenn du sowas nachmachen möchtest und möchtest die Struktur schonen und das dann hell lassen, dann packt man das vor dem Abwaschen ein. So. Jetzt trage ich wild am Oberkopf die rote Farbe auf, die Revlonissimo. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich mit der Blondierung die Strähnchen da reinkämme. Kleine Planänderung. Ich wollte ja jetzt die Blondierungssträhnchen reinkämmen, aber ich kriege die Haare überhaupt nicht bewegt. Ehe ich jetzt an den Haaren zerre, lasse ich einfach die rote Farbe jetzt so drauf und werde es eben auswaschen und dann die Blondierung in die trockenen Haare kämmen. Da nehme ich dich dann aber für mit. Ich habe mal hier ausprobiert und habe mal einen Klecks so auf die Kopfhaut gemacht, um zu gucken, nimmt die rote Farbe jetzt tatsächlich die dunkle Farbe wieder weg? Wird das heller oder bleibt es so dunkel, wie es ist? Sollten wir danach hier einen hellen Fleck haben, färbe ich da an der Stelle nochmal in dunkel drüber. Aber es ist mal ein schöner Test, um zu gucken, was passiert denn da? Passiert da nichts? Bleibt es so dunkel? Weil diese Fragen, die erreichen mich so oft und in der Berufsschule und im Friseurleben bekommt man halt beigebracht, wenn Haare gefärbt sind, kann man die nicht heller färben, sondern muss sie blondieren. Und das probieren wir jetzt gerade aus. Also am Oberkopf meine Revlonissimo in Rot und dann kommen dann die blonden Strähnchen rein. Wenn mir das so ein bisschen aussieht wie so ein Vogel, ne? Er ist schwarz und hat so eine rote Haube. Wenn mir das nicht gefällt, werde ich es einfach so machen, dass ich dann in das Rot auch noch ein paar dunkle Strähnen reinziehe. Aber das muss ich entwickeln, das weiß ich jetzt noch nicht. Wow, ein Hammerrot. Jetzt sind die Strähnchen, die drunter sind, eingetönt von dem, was man dann an Farbmaterial abwäscht. Und ich habe es ja auch komplett eingestrichen mit der Farbe. Das wird sich jetzt im Laufe der nächsten Zeit wieder auswaschen. Und da habe ich gerade gedacht, weißt du was, Michaela? Ich mache jetzt gar keine Strähnchen rein, noch nicht, weil dieser Kontrast zwischen diesem dunklen und den roten, ja, es sind ja fast auch Strähnen, obwohl das hier in der Spitze kompakt rot ist, aber dadurch, dass der dunkle Ansatz, der fast schwarz ist mit diesem violetten Schimmer, dass das so ineinander spielt, sieht das fast aus wie Strähnen. Und das Ergebnis werde ich jetzt erstmal so lassen, bis ich dann wieder etwas anderes mache. Hier ist ein kleines bisschen mehr Rot. Aber jetzt gucken wir uns das mal hier an. Man sieht auch noch den Fleck auf der Kopfhaut. Und das, was ich eben erzählt habe, hat sich wirklich bestätigt. Die dunkel gefärbten Haare haben sich durch die rote Farbe trotz 12% H2O2 nicht heller färben lassen. Deswegen kann man das mal schön machen als Technik, dass man, wenn man den dunklen Ansatz haben möchte, erstmal in dunkel färbt. Und dann nur die Spitzen in einer anderen Farbe, weil dasselbe könnte man natürlich auch mit blonder Farbe machen. Nur wieder nicht mit Blondierung. Also die Blondierung nimmt die Farbe dann weg, die dunkle. Aber die rote Farbe hat die dunkle Farbe jetzt gelassen. Und wenn ich das schön style, das zeige ich euch dann gleich, dann sieht das bestimmt ganz doll aus.
Jetzt muss ich noch so ein bisschen hier chop, 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 einmal Pony schneiden, einmal rings ums Ohr. Und dann zeige ich euch das fertige Farb- und Schnittergebnis. So trage ich meine Haare nur sehr, sehr selten. Ich mag es nicht ganz so aus dem Gesicht, weil ich so eine extrem hohe Stirn habe. Aber so kann man die Farbe natürlich nochmal super, super gut beurteilen. Du kannst sehen, es gibt einen unglaublich sehr schönen, natürlichen Verlauf zwischen Dunkel und den roten Spitzen. Das hört also jetzt nicht so wie so mit einem Brett abgeschnitten auf, sondern diese Technik, die du gerade gesehen hast, mit ne, schön dunkel, erstmal am Ansatz auswaschen und dann den Rest einfärben, das ist eine mega coole Geschichte, denn die dunkel gefärbten Haare werden durch die rote Farbe nicht hell. Das geht, wie gesagt, nur mit Blondierung. So, und wenn ich jetzt hier meinen Jimmy Neutron drehe, das ist diese Comicfigur mit genau dieser Frisur, dann habe ich die Haare auch manchmal, wenn es zu warm ist oder wenn die mich stören, einfach aus dem Gesicht raus oder ich mache eine Wäscheklammer da oben rein. Aber so kann man es nochmal super, super schön beurteilen, ne? Wie das aussieht. Das ist so ein bisschen, ne, wie so ein Flammenmeer. Und egal, wo ich das jetzt teile, ich habe meinen gewollten dunklen Ansatz mit den roten Spitzen. Experiment gelungen. Das, was ich zu Anfang machen wollte, dass ich noch Strähnchen reinziehen wollte, direkt in die rote Farbe, das hat nicht funktioniert. Also da wäre ich mit dem Kamm nicht problemlos durchgekommen. Das kann ich jetzt immer noch machen. Da werde ich dich dann wieder mit an die Hand nehmen und das zeigen. Aber jetzt lasse ich das erstmal so. Also jetzt nicht so die Frisur, weil das ist nicht meine Frisur, sondern eher so ins Gesicht und fluffiger. Und das kriege ich jetzt nicht so gut gezuppelt, aber du kannst sehen, also ne, so ansatzweise kann man sich vorstellen, wie es denn aussieht, wenn die Michaela ihre Michaela-Frisur trägt. Also ich bin total begeistert und zufrieden und würde mich über einen Daumen hoch freuen. Da wird es jetzt natürlich wieder unterschiedliche Meinungen geben. Die einen sagen, oh, warum bist du wieder so rot? Und ne, also so rot bin ich ja nicht, weil der Rest ist schon mega dunkel. Mit diesem Dunkelviolett. Also wie auf dem Bild der Packung sieht das nicht aus, ne? Sondern fast schwarz. Aber ich finde es gut. Aber was passieren kann, wenn man denkt, die Farbe kommt raus, die vorne auf dem Bild ist, ne? Uiuiuiuiuiui. Also immer schön vorsichtig, wenn ihr Farbexperimente macht, ne? Aber ich weiß ja, was ich tue, da ich Friseurmeisterin bin. Und ich wüsste jetzt auch, wie ich meine Farbe retten könnte, würde sie mir nicht gefallen. Aber das gehört extrem in Friseurhände. Nicht selber dran rumfummeln, wenn die Farbe daneben geht. In diesem Sinne, tschüss, bis bald. Ach, übrigens, nach der Lippenstiftfarbe werde ich immer mal wieder gefragt. Da habe ich den Konturenstift Erdbeere und den Silver Girl Sophia. Ne? Richtig schöne, so ein Rot mit auch so einem ganz, ganz kleinen bisschen Weinrot. Sehr, sehr schön. Und natürlich habe ich da meinen neuen Lippenpflegestift drüber gesetzt. Die Kombination ist einfach lecker. Bis bald.